Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, nochmal wegen vorher. Also ich bin auch sehr gerne da, wenn Sie Präsident sind. Also vielen Dank immer für die klaren Ansagen und die Ordnung der Sitzung. Und wir haben vor, mit viel Geld auch den Nahverkehr neu zu unterstützen und zu ordnen. Und deswegen ist es heute ein sehr guter Tag, denn wir brauchen moderne Mobilität nicht neu zu erfinden, sondern wir können anbieten eine Mobilität ohne Staus und Parkplatzsuche. Sie ist vorhanden, nämlich über die öffentlichen Verkehrsmittel. Und gerade die zunehmende Zahl der Pendler zeigt, dass wir zum Umsteigen motivieren sollen und ganzheitlich denken. Und es geht nicht alleine mit Appelle an die Vernunft, sondern vor allem mit ganz klaren Projekten und vor allem mit der Mittelausstattung. Und wenn ich mir die Regionalbahnen anschaue, die Straßenbahnen, die S- und die U-Bahnen, dann haben wir in der Vergangenheit sehr stark einfach immer nur einen Verkehrsträger im Auge gehabt. Mit dieser Reform, mit dieser Novelle des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes schaffen wir auch die Aufweitung über verschiedene Verkehrsträger, verschiedene Verkehrsmittel, damit das Umsteigen einfach erleichtert wird und die Attraktivität erhöht wird und wir schaffen damit mehr Attraktivität. Es freut mich riesig, dass diese Novelle gestern im Verkehrsausschuss mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde. Nicht nur die geschätzten Kolleginnen und Kollegen der Koalition, was ja eigentlich normal ist, wenn ein Minister einen Vorschlag vorlegt, sondern auch die Kollegen und Kolleginnen der FDP und der Grünen haben meinem Vorschlag zugestimmt. Das beweist, dass wir lange diskutiert haben, auch mit den Bundesländern, und ein echtes, gutes Angebot leisten können. Um was geht's? Nicht jeder Bürger kann, meine Damen und Herren, auf den Zuschauerrängen und an den Bildschirmen nichts mit Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz anfangen. Also nicht jeder ist Verkehrspolitiker und weiß, dieses Monstrum am Begriff zu definieren. Um was geht es? Wir verbessern mit Bundeshilfe die regionalen Verkehre. Wir verbessern für die Bundesländer und die Kommunen die Investitionen vor Ort in den Ausbau von Straßenbahnlinien oder U-Bahnen. Und diese Koalition hat schon im Koalitionsvertrag den richtigen Schwerpunkt gesetzt, nämlich die ursprünglich 333 Millionen Euro zu erhöhen, noch mal aufwachsen zu lassen. Und das Klimakabinett hat am Ende des letzten Jahres noch mal ordentlich was draufgelegt. Wir sprechen von einer, Achtung, Versechsfachung der Mittel, die diese Koalition mit Unterstützung einiger aus der Opposition anwachsen lässt, damit vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger das Pendeln und vor allem der Nahverkehr verbessert wird. Und das ist eine echte Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Dank für diese Unterstützung. Was machen wir daraus, wenn wir vor Ort verbessern als Bund für die Bundesländer und für die Kommunen? Wir wollen Elektrifizierungen und Reaktivierung von Schienenstrecken. Wir wollen die Kapazitäten auf der Schiene erhöhen. Wir werden die Fördersätze anheben auf sage und schreibe 75% der zuwendungsfähigen Kosten. Wir werden nicht nur in Stadtgebiete gehen, sondern auch in den ländlichen Raum und damit den Auftrag erfüllen, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die diese Koalition zum Ziel hat. Wir schaffen damit gesamtwirtschaftlichen Nutzen, weil wir damit auch die mittelständische Bauwirtschaft anschieben. Wir haben heute den Jahreswirtschaftsbericht gehabt. Das Bundesverkehrsministerium schafft einen großen Beitrag mit diesen Investitionen, dass man nicht lange Planfeststellungsverfahren macht, sondern wirklich mit diesem GVFG, mit diesem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sofort in die Ausschreibung gehen kann. Das erwarten wir jetzt auch von den Bundesländern, dass sie Projekte melden. Wir schieben einen ganzen Stapel von Maßnahmen vor uns her oder besser gesagt Mittel vor uns her. Und wir gehen nicht nur, und das ist neu, ganz neu, in die neuen Maßnahmen, sondern vor allem in die Grunderneuerung, in die Instandsetzung, in die Renovierung. Das ist zwar nachrangig, aber jetzt vor allem soll ein Beitrag geleistet werden, wenn wir länger brauchen für die großen Bauprojekte, dass wir jetzt schon mit den Grunderneuerungen sehr schnell in die Umsetzung kommen. Da werden wir U-Bahnhöfe modernisieren, Treppenaufgänge, tropfende Decken oder Tunnel von Grund auf erneuern. Das heißt, vor Ort wirklich kleinere und mittelgroße Baumaßnahmen ankommen lassen. Das heißt,
Mit dem Bündnis für moderne Mobilität, das ich ins Leben gerufen habe, in Dialog mit den Ländern und Kommunen, werden wir jetzt die Anmeldungen und die Listen ganz sukzessive durchgehen, dass das Geld auch dort landet, wo wir es brauchen, wo wir wirklich die Bürger zum Umsteigen animieren können auf die öffentlichen Verkehrsmittel, dass wir unsere Städte entlasten, dass wir ja nicht nur an die Vernunft appellieren, sondern den Pendlerinnen und Pendlern auch Geld sparen, indem dass sie umsteigen, nicht Parkplatzsuche, Zeit sparen, für den Parkplatz Miete zahlen oder Jahresgebühren zahlen, sondern wirklich auch ein Angebot für diese öffentlichen Transportmittel haben. Und meine Damen und Herren, nur dass Sie sehen, dass wir ganzheitlich denken, nicht nur in die Neubauprojekte in den Metropolregionen, sondern auch in die ländlichen Räume mit den Grunderneuerungen, wie vorher gesagt. Sondern wenn ein Pendler nichts zum Abstellen am Bahnhof hat, in seiner Mobilitätszentrale nicht sein Auto hinstellen kann, morgen sein Elektroauto laden kann, sein Rad in einer sicheren Fahrradgarage abstellen kann, dann wird er nicht umsteigen auf die S-Bahn und die U-Bahn. Und deswegen schaffen wir auch hier ein Angebot, das ganzheitlich zu sehen, das eine Verkehrsmittel abzustellen, sicher abzustellen, umzusteigen, auf die Bahn reinzufahren in die Metropolregion. Und ich freue mich, Herr Präsident, wenn wir heute noch mehrere Reden haben können zum Thema Regionalisierungsmittel, zwei Planungsbeschleunigungsgesetze. Heute ist ein guter Tag für die Dynamik in Deutschland. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ein guter Tag, sagt Andreas Scheuer, und vielleicht müssen wir auch sagen, einer der leichteren für den Bundesverkehrsminister in diesen Zeiten, in denen er schwer unter Beschuss ist in Sachen Pkw-Maut. Aber beim Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz hat er hier eine breite Zustimmung auf seiner Seite, unter anderem auch bei FDP und Grünen. Wäre ja auch dumm, wenn man einer Erhöhung der Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr nicht zustimmen würde. Hören wir uns an, wie die Position der AfD dazu ist. Wolfgang Wieler ist am Pult. Das verspricht die Änderung des GVFG, des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Da kann man doch eigentlich nur jubeln, jedenfalls auf den ersten Blick. Der Ausbau von U-Bahn und Stadtbahn muss vielerorts warten, weil das Geld fehlt. Dass hier jetzt endlich gehandelt wird, begrüßt auch die AfD. Der Straßenverkehr geht aber leer aus. Und das ist typisch dafür, wie die Koalition ideologische Verkehrswendepolitik macht. Die Grünen hatten schon 2018 beantragt, alle Fördertatbestände für den Straßenbau aus dem GVFG zu streichen. Und die Regierungskoalition folgt dem. Manche werden jetzt sagen, ja, die Fördermittel für den Straßenbau müssen die Städte halt, für die müssen sich die Städte halt an die Bundesländer wenden. Denn vom Bund gibt es dafür schon seit Jahren kein Geld mehr. Wenn aber bis 2025 die Gelder des Bundes versechsfacht werden, dann darf der Straßenbau dabei nicht völlig leer ausgehen. Städte, die Straßentunnels bauen und damit den Lärmschutz und den Verkehrsfluss verbessern, brauchen dafür Geld. Anwohnergaragen gibt es nicht für umsonst, und diese wird man verstärkt brauchen, wenn für den Radwegeausbau beispielsweise Parkplätze beseitigt werden. Digitalisierte Ampelsteuerung verbessern den Verkehrsfluss und reduzieren den Schadstoffausstoß. Und auch die müssen bezahlt werden. Wenn die Straßenprojekte nicht über das GVFG-Bundesprogramm laufen sollen, dann muss der Bund die Länder in die Lage versetzen, ihre Förderung für kommunale Verkehrsprojekte entsprechend aufzustocken. Die Forderung der AfD-Fraktion ist klar. Eine Einseitigkeit zu Lasten des Straßenverkehrs darf es nicht geben. Künftig sollen auch Straßenbahnen gefördert werden, die auf Autospuren fahren, und zwar mit Priorität vor den Autos. Meine Damen und Herren von der Koalition Grünen und Linken, damit produzieren Sie neue Verkehrsstaus. Und die werden in den Städten schon jetzt immer schlimmer. Die gestern veröffentlichte TomTom-Studie beweist es aufs Neue. Diese Stauproduktion durch Straßenbahnprojekte nimmt die Verkehrspolitik des Bundes systematisch in Kauf.
Jedes Bauprojekt muss bekanntlich auf seinen volkswirtschaftlichen Nutzen hin geprüft werden. Bei dieser sogenannten standardisierten Bewertung werden alle möglichen Vorteile der Fahrgäste im Nahverkehr eingerechnet, aber eben nicht die Fahrzeitverluste für die Autofahrer, die länger im Stau stehen. Bei einer Expertenanhörung hier im Bundestag wurde das bestätigt. Das ist so, wie wenn Sie bei einer Firmenbilanz die Gewinne ausweisen, aber für zu erwartende Verluste keine Vorsorge treffen. Milchmädchenrechnung, meine Damen und Herren, ist dafür noch ein vornehmer Begriff. Wie Sie sehen, auf den zweiten Blick ist beim GVFG längst nicht alles Gold, was glänzt. Die AfD-Fraktion wird den Gesetzentwurf der Bundesregierung in der Ausschussfassung daher ablehnen und den Gesetzentwurf der Grünen ebenfalls. Die beiden Änderungsanträge der Fraktion der Grünen lehnen wir als zu weitgehend ab. Der Entschließungsantrag der AfD-Fraktion dient dagegen dem Zweck, zwischen der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und des Individualverkehrs in den Städten Ausgewogenheit herzustellen. Bitte stimmen Sie diesem Antrag zu. Das ist der richtige Weg. Wolfgang Wiele war das für die AfD-Fraktion zu Gesetzentwürfen, die den öffentlichen Personennahverkehr fördern sollen, beziehungsweise deren Änderung. Und dann haben wir gehört, es gibt natürlich auch noch Änderungsanträge und einen Entschließungsantrag aus der AfD-Fraktion. Und jetzt hören wir den Verkehrsexperten der SPD-Fraktion, Sören Barthold. In der ersten Reihe werden nicht von allen bejubelt, spielen aber real oft die entscheidende Rolle. Auch bei Gesetzen gibt es Hidden Champions, und dazu gehört das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, kurz einfach mal GVFG genannt. Neben der Städtebauförderung ist es eines der wichtigsten Instrumente, um die Lebensqualität von Menschen ganz konkret und spürbar zu verbessern, Herr Wiele. In Bezug auf den Klimaschutz ist es zentral für die Verkehrswende. Es ist ein entscheidender Baustein für faire Preise und auch ein attraktives Angebot im Nahverkehr. Und es ist systemrelevant, damit Mobilität auch digital wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden in den letzten Monaten viel über neue Wege, sogenannte Wenden, Klimawende, Energiewende, nicht zuletzt über die Verkehrswende. Was das industriepolitisch bedeutet, haben wir in den letzten Wochen ausführlich diskutiert. Etwas untergegangen ist dabei, dass die Kommunen einer der entscheidenden Faktoren für die Mobilitätswende sind. Der Nahverkehr ist mitten in einem Strukturwandel. Roller, Leihräder, Pkw-Sharing, Plattformanbieter sind immer öfter natürlicher Teil der Mobilitätskette. Sie werden quasi als öffentliche Verkehrsmittel wahrgenommen. Das eigentliche Verkehrsmittel in Städten wird doch das Smartphone sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das heißt, wir müssen unsere Infrastrukturen zukunftsfest machen und modernisieren, auch natürlich, um die Klimaziele zu erreichen. Und gerade bei allen technischen und sozialen Innovationen brauchen wir im Kern einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr. Wir wollen einen ÖPNV, der Menschen zuverlässig von A nach B bringt und dabei vor allem unseren Ansprüchen an Qualität, faire Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, Bezahlbarkeit und Barrierefreiheit genügt. Ein bezahlbarer ÖPNV bleibt für uns die gerechteste und sozialste Form von Mobilität. Genau. Deshalb nehmen wir auch im GVFG zusätzliches Geld in die Hand. Wir erhöhen die Haushaltsmittel schrittweise auf 1 Milliarde Euro jährlich ab dem nächsten Jahr. 2025 verdoppeln wir die Mittel nochmal auf 2 Milliarden Euro. Jetzt gibt es vor allen Dingen Planungssicherheit. Länder und Kommunen müssen das jetzt schnell umsetzen, und wir müssen genau schauen, auch welche Effekte das Geld hat und ob wir in den kommenden Jahren vielleicht auch noch mal nachsteuern müssen und uns das noch mal anschauen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bedürfnisse und die Bedingungen zwischen Stadt und Land sind unterschiedlich. In der Stadt gibt es mehr Carsharing, mehr ÖPNV, neue Plattformen, Elektromobilität. Auf dem Land sind die Menschen, Straßenbahn natürlich auch, auf dem Land sind die Menschen abhängiger vom Individualverkehr. Trotzdem setzen wir auch in dünn besiedelten Regionen auf den ÖPNV. In meinen Augen haben wir ihn doch teilweise dort alle gemeinsam in unterschiedlichsten Konstellationen in den letzten Jahrzehnten teilweise kaputt gespart. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das müssen wir zurückdrehen. Der ÖPNV gehört überall zur Daseinsvorsorge. Auch deshalb brauchen wir die Investitionen, wie wir sie heute hier mit dem GVFG beschließen. Herr Kollege Lambs, eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön.
Herr Bartel, vielen Dank für das Zulassen der Zwischenfrage. Ich habe in der Tat zwei Fragen. Sie brauchen ja nicht fragen. Wie bitte? Sie können auch einfach was sagen. Ja, das ist, danke für den Hinweis, auch das ist bekannt. Ich möchte Sie zwei Sachen fragen. Zum einen, Sie haben das Thema Barrierefreiheit angesprochen und zum zweiten die gesteigerten Investitionen. Vielleicht fange ich mit dem zweiten an. Können Sie mir vielleicht noch mal erklären, warum wir das Grundgesetz ändern mussten, um diesen Deckel wieder abzusprengen? Wer hat den denn vielleicht in der letzten Legislatur eingeführt, diese Versteinerung? Das ist meine erste Frage. Gerne auch mit Benennung der Parteifarben. Und zum Zweiten das Stichwort Barrierefreiheit. Wir haben gestern im Ausschuss, aber auch hier im Plenum, einen Antrag vorgelegt, der sagt, wir wollen Bundesmittel nur noch für Projekte vergeben, die wirklich Barrierefreiheit sich auf die Fahnen schreiben. Im Gesetz steht das bislang anders. Wie wird denn sich Ihre Fraktion dazu verhalten? Ich glaube, dass das... Ich meine, Sie kennen ja eigentlich schon die Antwort, aber ich versuche Ihnen trotzdem mal meine Sicht der Dinge darzustellen. Erstens die Frage Barrierefreiheit. Sie wissen doch, was für riesige Herausforderungen wir in einem gewachsenen System, nicht nur im Nahverkehr, sondern auch im schienengebundenen Verkehr, auch im Fernverkehr auch haben. Wir reden hier über gigantische Summen, die wir alle gemeinsam aus Steuermitteln investieren müssen. Und ja, ich glaube, das ist im Haus auch Konsens. Wir alle wollen das. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals die Fernbusse eingeführt haben, das neue Fernbussystem, gab es eine intensive Diskussion darum, wie wir mit so einem neuen System umgehen. Und da haben wir auch Wert darauf gelegt, auch als deutsche Sozialdemokratie, dass wir von Anfang an das Thema Barrierefreiheit mitdenken. Und natürlich sind die Förderprogramme, wenn Sie sich auch an das PBFG erinnern, das Personenbeförderungsgesetz, die Änderung, die wir gemacht haben, mit dem klaren System, dass wir gesagt haben, es gibt einen Punkt, da müsst ihr barrierefrei sein. Ich weiß, wir sind teilweise in Deutschland und da müssen sich auch alle Länder, alle Kommunen, alle handelnden Akteure gemeinsam fragen, sind wir weit genug? Ich sage Ihnen, nein, wir sind noch nicht weit genug. Dieses Thema wird uns weiter begleiten und ich glaube, wir müssen da immer eine Schippe oben drauf setzen. Und deswegen haben wir aber auch in der Großen Koalition, denken Sie an unsere Bahnhofsprogramme, genau uns um dieses Thema auch gekümmert. Und natürlich, und ich finde dieses Thema wichtig. Nein, ich stimme dem nicht zu, weil wir das anders machen. Dafür brauchen wir keinen grünen Antrag. Aber ich finde, dieses Thema ist wichtig. Der zweite Punkt, den Sie in Ihrer Frage angesprochen haben. Natürlich ist das GVFG, also das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, immer etwas, wo Fachpolitiker schon immer gesagt haben, es ist unterfinanziert, wir müssen es systematisch verändern, wir müssen zum Beispiel nicht nur neu bauen, sondern wir müssen in den Erhalt gehen, wir müssen die vorhandene Infrastruktur sozusagen auch nicht vergammeln lassen, sondern wir müssen Geld in die Hand nehmen, auch vom Bund, um das Ganze zu machen. Und natürlich dauert es oft bei Fachpolitikern lange, bis das Ganze in Erkenntnis dieses ganzen großen Hauses hier ankommt, weil sie wissen natürlich auch, es gibt immer wieder streitende Interessen, was die Frage von Mittelhöhe für einzelne Programme angeht. Und ich finde, heute ist mal der Tag, wo Sie auch als Opposition einfach mal sagen können, danke, dass diese Mittel so steigen, danke, dass die Kommunen jetzt das Ganze ausbauen können und dass sich alle einfach mal gemeinsam freuen. Man kann natürlich auch das Haar in der Suppe weitersehen. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie haben es geschafft, tatsächlich in der weitreichenden Beantwortung der Fragestellung Ihre Redezeit zu verdoppeln. Das ist eine echte Kunst. Sie haben jetzt noch 44 Sekunden für den Rest Ihrer Rede. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, wir müssen uns ehrlich machen, und das war ja auch gerade die Diskussion, ein besserer ÖPNV kostet mehr. Und dieses Investitionspaket ist für mich wirklich ein sehr, sehr guter Anfang. Zusammen mit dem Regionalisierungsgesetz und unserem Modernisierungsprogramm für Bahnhöfe investieren wir massiv in einen attraktiven Nahverkehr. Und damit schaffen wir die Alternativen für ein modernes und umweltfreundliches Mobilitätsangebot in Stadt und Land. Ich freue mich, dass wir mit den heutigen Beschlüssen das GVFG auch mehr in die öffentliche Wahrnehmung rücken. Der Hidden Champion, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, darf heute einmal aus seinem Schatten heraustreten, sich feiern lassen. Das wird seiner Bedeutung gerecht und das kommt den Kommunen und unseren Bürgerinnen und Bürgern auch zugute. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert darüber, wie den Gemeinden bessere Unterstützung zukommen soll beim Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Am frühen Nachmittag übrigens gibt es einen weiteren Tagesordnungspunkt dazu. Da geht es um Regionalisierungsmittel, also mehr Geld für die Regionen, um auch da den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen. Also heute sehr viel für den öffentlichen Nahverkehr im Deutschen Bundestag und dazu jetzt eben auch Thorsten Herbst aus der FDP-Fraktion. Und uns als Freien Demokraten geht es dabei auch nicht um Ideologie, es geht nicht um Weltrettung, es geht auch nicht um den Kulturkampf gegen das Auto, sondern es geht schlichtweg darum, bessere Mobilität und Alternativen im Alltag zu zeigen.
Und ja, der Verkehrsminister hat es angesprochen, wenn wir uns U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn anschauen zu Stoßzeiten, da sind wir mittlerweile an Kapazitätsgrenzen. Und da ist es sinnvoll, in Ausbau und Modernisierung zu investieren. Deshalb stimmen wir als Freie Demokraten auch diesem Gesetzentwurf zu. Was wir allerdings, und ich will das hinzufügen, schon als zum Teil ziemlich schräg empfinden, ist eine in Teilen von Fraktionen hier geführte völlige ideologische Überlagerung der gesamten ÖPNV-Diskussion. Da gibt es ja mittlerweile einen bunten Strauß an Forderungen. Man müsse die Autos in Innenstädten komplett verbieten. Man müsse Radfahrern Sonderurlaubstage gewähren. Kostenlosen ÖPNV muss es überall geben. Und den Verbrennungsmotor, den möge man bitte verbieten. Meine Meinung ist dazu, das, liebe Freundinnen und Freunde, das ist weit weg vom Bild des mündigen Bürgers. Das ist zwangsgrüne Umerziehung. Und das wird auch mit den Freien Demokraten nicht geben. Wir wollen die Menschen durch attraktive ÖPNV-Angebote überzeugen, auch mal auf eine Autofahrt zu verzichten und eben nicht durch die grüne Moralkeule. Und ich glaube, das ist auch der bessere Weg. Alternativen schaffen, gute Angebote schaffen, Komfort, Schnelligkeit, Service. Das sind die Merkmale, die den ÖPNV attraktiv macht und wo sich Bürger auch mehr für den ÖPNV entscheiden. Ich will aber auch hinzufügen, beim Thema GVFG und auch bei anderen Bundesprogrammen stellt sich natürlich auch mal die grundsätzliche Frage, ist denn die Verlängerung einer Straßenbahnlinie wirklich eine Aufgabe, die der Bund in jedem Fall mitfinanzieren muss? Warum haben unsere Länder und Kommunen eigentlich nicht die finanzielle Kraft, aus eigenen Mitteln diese ja doch originären Aufgaben zu erfüllen? Ich glaube, wir könnten die gesamte Fördermittelbürokratie, über die wir uns alle hier beschweren, ganz oft, deutlich reduzieren, wenn wir die Finanzkraft von Ländern und Kommunen stärken. Dann würde nämlich nicht vor allem gebaut, was mit Subventionen gefördert wird, sondern würde gebaut, was gebraucht wird. Das wäre aus unserer Sicht in der langfristigen Perspektive der bessere Ansatz, um Steuergelder sinnvoll einzusetzen. Herr Kollege Herbst, erlauben Sie eine Zwischenfrage, auch eine Nachfrage aus der Fraktion Die Linke. Bitte. Gerne. Ach so. Ja, Herr Kollege Herbst, vielen Dank, dass Sie das zulassen, auch wenn das jetzt quasi eine nachgelagerte Zwischenfrage ist. Aber bei der Frage, ob die Kommunen das nicht könnten, bin ich etwas angetriggert gewesen. Ich komme aus Potsdam, das ist mein Wahlkreis. Die Landeshauptstadt Potsdam profitiert von dem starken Zuzug nach Berlin, weil viele Menschen dann eben nicht in Berlin landen, sondern bei uns. Die Landeshauptstadt entwickelt gerade ein Wohngebiet, was in dem perspektivisch über 10.000 Menschen wohnen sollen, was nur durch eine Straßenbahn sinnvoll angeschlossen werden kann, und hofft dringend auf die Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Wir reden über 300 Millionen Euro für eine Stadt mit 180.000 Einwohnern. Und jetzt sagen Sie mir, wie wollen Sie denn eine Kommune finanziell dauerhaft so ausstatten, dass sie ohne solche unterstützenden Programme des Bundes 300 Millionen Euro für ein Straßenbahnprojekt zur Erschließung eines Wohngebietes, was wir nur brauchen, weil viele Menschen nach Berlin ziehen, und nicht nur, weil es bei uns so schön ist, zu erschließen sind. Und ich finde, auch wenn es in Potsdam natürlich sehr schön ist, aber ich finde, an der Stelle ist es ja gerade richtig, dass der Bund unterstützt. Eben auch eine Aufgabe, auch wenn die originär kommunal sein mag, weil das eine Kommune niemals alleine stemmen kann. Wie gesagt, 300 Millionen Euro, 180.000 Einwohner in der Landeshauptstadt. Das ist überhaupt nicht darstellbar. Und genau dafür brauchen wir das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Und ich glaube, wir bräuchten es sogar besser ausgestattet als die Bundesregierung, die es jetzt beabsichtigt. Ja, Herr Kollege, da haben wir gar nicht so einen großen Konsens, weil bei Großprojekten in dieser Dimension ist natürlich eine finanzielle Unterstützung von außen für die Kommunen notwendig. Aber Sie wissen ja auch, wir haben die Grenzen im GVFG sehr stark abgesenkt, teilweise auf 10 Millionen. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Größe des kommunalen Haushalts der Stadt Potsdam anschaue, also wenn man eine Investition von 10, 12 Millionen nicht selbst stemmen kann, dann macht man, glaube ich, auch etwas falsch. Und wir regen uns alle auf und wir haben viel diskutiert über die Umsetzung, über die Förderkriterien, über die Kompliziertheit der Verfahren, über die Dauer, weil Dinge eingereicht werden müssen, bearbeitet im Bundesministerium, zurückgegeben werden. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir Verkehrsinvestitionen auch schnell auf den Weg in Deutschland bekommen, weil das dauert alles viel zu lange. Vielen Dank, Herr Kollege Herbst. Ich war von Ihrem Ende überrascht. Sie hatten noch 30 Sekunden, deshalb habe ich gedacht, ich kann die Zwischenfrage noch zulassen. Als nächster Redner hat der Kollege Andreas Wagner, Fraktion Die Linke, das Wort. Und Andreas Wagner, Sprecher für den öffentlichen Personennahverkehr und Fahrradmobilität der Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger. Verstopfte Straßen in den Städten sind nervig für alle.
für die Anwohnerinnen und Anwohner, genauso wie für diejenigen, die mit dem Auto im Stau stehen. Deshalb müssen wir den Verkehr anders organisieren. Wenn wir Staus und den Autoverkehr reduzieren und so die Wohn- und Aufenthaltsqualität in den Städten und Gemeinden verbessern wollen, müssen wir Alternativen schaffen. Nur dann besteht die Möglichkeit zum Umsteigen. Das heißt, wo es bereits ein Angebot mit Bus und Bahn gibt, muss dieses ausgebaut werden, damit zusätzliche Fahrgäste befördert werden können. Gleichzeitig müssen wir uns auch auf die vielen Kommunen im ländlichen Raum, dürfen wir die nicht aus dem Blick verlieren und müssen um uns die kümmern. Hier ist es vielerorts notwendig, überhaupt ein Angebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu schaffen. Die Menschen auf dem Land haben ein Recht darauf, sie dürfen nicht vergessen werden. Den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs können die Kommunen nicht alleine stemmen. Daher ist es gut, dass mit der Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes den Kommunen mehr Geld bereitgestellt wird. Und das nicht nur einmalig, sondern langfristig. Das gibt den Kommunen mehr Sicherheit, die sie auch für die Personalplanung brauchen. Denn ein zügiger Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch von genug Personal in den Genehmigungsbehörden. Der Schlüssel zur Mobilitätswende ist eine gute Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel. Wer auf dem Land auf ein Auto angewiesen ist, soll die Möglichkeit haben, auf dem Weg in die Stadt auf die Bahn umzusteigen. Deshalb ist es richtig, Park- und Reitanlagen zu fördern. Gleichzeitig brauchen wir jedoch auch sichere Abstellanlagen für Fahrräder. Wir haben im Verkehrsausschuss beantragt, dass das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz entsprechend konkretisiert wird und auch Bike-and-Ride-Anlagen gefördert werden. Leider wurde dies von der Regierungskoalition abgelehnt. Wir bleiben dabei. Aus unserer Sicht gehören Bike-and-Ride-Anlagen zum Standard eines modernen Bahnhofs und entsprechend gefördert. Positiv ist, dass entgegen dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zukünftig auch Seilbahnen gefördert werden können, die den öffentlichen Personennahverkehr da integriert sind. Positiv ist auch, dass bessere Förderbedingungen von Straßenbahnen ohne besondere Gleiskörper aufgenommen werden. Beides haben wir im Ausschuss beantragt. Eine von uns angeregte Förderung von Oberleitungsbussen wurde dagegen nicht übernommen. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir die Fördermittel ab dem Jahr 2025 auf 3 statt 2 Milliarden Euro erhöht. Das wäre möglich. 1 Milliarde weniger in Militär- und Kriegsübungen stecken und stattdessen in die Bahn investieren, das wäre doch was. Mit dem heute zur Abstimmung stehenden Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes werden die Kommunen bei ihren Aufgaben im Verkehrssektor gestärkt, auch wenn noch mehr möglich gewesen wäre. Die dringend notwendige Verkehrswende erhält damit einen kräftigen Schub, und das ist gut so. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Auch die Grünen haben ja hier einen Gesetzentwurf vorgelegt und auch 2 Änderungsanträge eingereicht zum Gesetzentwurf der Bundesregierung. Für die Grünen-Fraktion spricht jetzt Stefan Gelper, der Sprecher für städtische Mobilität und Radverkehr. Kolleginnen und Kollegen, Opposition ist Mist, wird gesagt. Und doch mit einem Schmunzeln möchte ich sagen, auch aus der Opposition heraus lässt sich etwas bewegen. Es dauert nur lange. Vor 1,5 Jahren hat meine Fraktion hier ein Gesetz zum Gemeindeverkehr vorgelegt. Wir haben den Entwurf Verkehrswendegesetz genannt und darüber stimmen wir heute ab. Bis Ende 2019 gab der Bund jährlich nur 330 Millionen Euro für den ÖPNV aus, ein 33stel des Geldes, das in Autobahnen und Bundesfernstraßen fließt. Das wird jetzt mehr. Bisher wurde mit diesen viel zu knappen Mitteln allerdings vor allem in Großprojekte in großen Städten investiert. Und das muss sich ändern. Unser Verkehrswendegesetz fordert deshalb, dass mehr Bus- und Bahnprojekte in mehr Kommunen gefördert werden. Projekte in kleineren Städten wie Cottbus oder Celle sind genauso förderungswürdig. Kleinere Straßenbahnprojekte, O-Bus-Systeme oder Seilbahnen brauchen Förderung, damit sie realisiert werden können. Und nicht nur Neubau, besonders die Grundsanierung bestehender Bahnsysteme lohnt sich. Das ist nachhaltig. Projekte dürfen grundsätzlich nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen gefördert werden. Auswirkungen auf Umwelt, Klima oder Gesundheitsschutz müssen künftig mit einfließen. Das, werte Bundesregierung, ist ein Arbeitsauftrag an Sie. Verkehrswende in Städten bedeutet nicht nur mehr Bus und Bahn. Es bedeutet auch bessere Infrastruktur für Rad und Fuß. Das bedeutet auch
Ja, das bedeutet auch eine intelligente Verknüpfung zwischen den Verkehrsarten. Gute Verkehrspolitik muss all das zusammendenken. Deshalb müssen wir anfangen, uns auch gute, auch teure Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur zu leisten. Brücken als Abkürzungen, Fahrradparkhäuser, insbesondere an Bahnhöfen. In den Niederlanden ist das längst Standard. Und diese Förderung braucht endlich eine gesetzliche Grundlage. All das schlägt unser Gesetzentwurf vor, und deswegen fand er auch in der Expertenanhörung im Ausschuss eine breite Zustimmung. Deswegen hat kurz vor Weihnachten die Bundesregierung selbst einen Gesetzentwurf vorgelegt, der einige unserer Forderungen übernimmt. Das ist eine Verbesserung, und deswegen werden wir zustimmen. Sie haben dabei etwa den Radverkehr, die O-Busse oder den Klimaschutz nur wässrig eingebracht oder gar abgelehnt. Daher verspreche ich Ihnen eines: Diese Punkte stehen allesamt in der nächsten Runde wieder auf der Tagesordnung. Meine Damen und Herren, ich möchte mit einer Aufforderung, meinetwegen auch einer Bitte schließen. Stimmen Sie zumindest dem Änderungsantrag zur Barrierefreiheit zu. Projekte, die nicht den Standards zur Barrierefreiheit entsprechen, dürfen einfach nicht mehr mit Bundesmitteln gefördert werden. Lassen Sie uns das gemeinsam im Gesetz klarstellen. Damit die Verkehrswende alle Mittel nimmt, Herr Barthold. Für alle. Die Grünen fordern in einem Änderungsantrag zum Beispiel, dass mehr auf Radverkehrsanlagen eingegangen werden soll. Nun spricht aber erst einmal noch der vorletzte Redner in dieser Debatte, bevor über die Gesetzesentwürfe abgestimmt wird, Michael Dohnt von der Unionsfraktion. Kollegen, wäre Franz Beckenbauer nicht Fußballfunktionär, sondern für Kommunen und Länder zuständig, wird er heute womöglich fragen: Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Das, worüber wir heute abstimmen, meine Damen und Herren, ist allerdings mehr als ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an Länder und Kommunen. Es ist ein Quantensprung für den öffentlichen Verkehr, ein Quantensprung für die Schiene. Wenn man die Mittel eines Bundesprogramms, das eigentlich, so war es vereinbart, 2019 hätte auslaufen sollen, eben nicht einstellt, oder mit den bisher knapp 333 Millionen Euro jährlich fortführt, sondern bis 2025 auf 2 Milliarden Euro versechsfacht und danach noch mit 1,8% dynamisiert, dann darf man das mit Fug und Recht einen Quantensprung nennen. Aber damit ist Weihnachten noch nicht vorbei. Das Gesetz, über das wir heute abstimmen, steigert den regelmäßigen Förderanteil des Bundes von bisher 60% auf 75% und bei der Elektrifizierung sogar auf 90%. Dieses Gesetz senkt die Mindestvorhabengröße je nach Fördertatbestand von bisher 50 auf 30 Millionen oder im Einzelfall sogar 10 Millionen Euro. Und dieses Gesetz enthält die Anerkennung und Förderung der teuren Planungskosten. Vor allem aber fördern wir in Zukunft die Grunderneuerung, die bisher überhaupt nicht im Gesetz enthalten war. Denn unser erklärtes Ziel mit dem Deutschlandtakt ist die Verdopplung der Fahrgastzahlen. Und damit müssen wir auch sicherstellen, dass neben der noch zu errichtenden auch die vorhandene Infrastruktur gut in Schuss ist. Dafür benötigen wir aber auch gute Verknüpfungen, integrale Taktknoten, die einen barrierefreien Umstieg vom Auto, Bus oder Fahrrad ermöglichen. Auch diese Knoten wollen wir fördern. Dass wir diese Weihnachtsgeschenke heute verteilen können, verdanken wir natürlich zunächst dem Steuerzahler. Es wurde schon angesprochen. Es ist aber auch Ergebnis einer langen Diskussion mit Experten von Verbänden, Ländern, Kommunen und auch mit den Vertretern der Opposition. Und sie alle finden sich mit ihren Forderungen, Kollege Gelbhaar hat es auch noch mal unterstrichen, heute in diesem Gesetz wieder. Natürlich nicht zu 100%, aber sie finden sich alle wieder. Und ganz besonders möchte ich mich deshalb zunächst bei unserem Bahnbeauftragten Enak Ferlemann und seinem Team und bei meinem morgen aus dem Bundestag ausscheidenden Kollegen Martin Burkert und auch bei Detlef Müller für die gute Zusammenarbeit als Berichterstatter bedanken. Gemeinsam
Gemeinsam ist es uns gelungen, einen guten Gesetzentwurf noch zu verbessern. Wir senken die Anforderungen an den sogenannten besonderen Bahnkörper und werden somit auch Projekte wie innerstädtische Trassen, beispielsweise bei der Regionalstadtbahn in meinem Wahlkreis Reutlingen, in Tübingen, liebe Annette Wittmann-Mautz, und anderswo, wo die Altstadtbebauung durch einen eigenen Bahnkörper eben nicht zulässt, ermöglichen. Wir senken die Hürden für die Grundsanierung und wir sorgen dafür, dass auch mobile Mobilitätsformen wie Seilbahnen die Chance bekommen, als Teil des ÖPNV die Straßen zu entlasten. Dabei gehen wir aber nicht mit dem Füllhorn durch, sondern auch dort muss es volkswirtschaftlichen Sinn machen. Als Bundestagsabgeordneter, als Bahnberichterstatter unserer CDU-CSU-Fraktion, aber vor allem auch als Kommunalpolitiker bin ich, Sie merken es vielleicht, von diesem Gesetz schlichtweg begeistert. Denn wir stellen nicht nur mehr Geld bereit, wir schaffen mit dem neuen GVFG die Voraussetzungen für einen modernen, klima- und kundenfreundlichen Schienenpersonennahverkehr. Und das größte Weihnachtsgeschenk, um in dem Bild zu bleiben, machen wir daher den Pendlern und solchen, die es noch werden sollen. Und wir entlasten, das ist der zweite Bestandteil, die Städte und Gemeinden deutlich. Der Ball, um bei dem Bild von Franz Beckenbauer zu bleiben, liegt nun im Feld von Ländern und Kommunen. In deren Verantwortlichkeit liegt die Anmeldung der Projekte und liegt nun die Aufgabe, mit der Planung loszulegen. Wie gesagt, auch die Förderung der Planungskosten haben wir übernommen. Und wir werden genau hinschauen, ob es womöglich Unsicherheiten bei der Bewilligung der Projekte gibt, die vielleicht durch den Erlass von Verwaltungsvorschriften beseitigt werden können, wie es der Bundesrechnungshof angeregt hat. Wenn nötig, müssen wir hier nachsteuern. Zusammengefasst, ich bin begeistert. Stimmen Sie zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Sagt Michael Dohnt für die Unionsfraktion, und er sitzt im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Da sitzt auch der letzte Redner in dieser Debatte, Detlef Müller für die Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir alle, also fast alle, wollen einen starken öffentlichen Personennahverkehr als Rückgrat der Verkehrswende. Wir wollen mehr Angebot im Nahverkehr, Taktverdichtungen und bessere Qualität. Dafür schaffen wir mit diesem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, einem wirklichen Juwel, die Voraussetzung. Das Gesetz wird endgültig entfristet. In den mittelfristigen Wirtschaftsplänen, auch meines kommunalen Verkehrsunternehmens, konnte man in den vergangenen Jahren immer lesen, Zitat, Risiko, Auslaufen des GVFG oder zurückgehende Mittelbereitstellung. Das ist vorbei. 6,6 Milliarden Euro, davon 4,6 Milliarden Euro zusätzlich bis ins Jahr 2025. Das ist die Summe, die wir als Bund zur Verfügung stellen. Wir erhöhen die Förderquoten in Teilen bis zu 90% und senken auch Förderhöhen ab. Und wir ermöglichen bis 2030 auch die Förderung von Grunderneuerungen von Straßenbahn, U- und S-Bahn, flächendeckend. Denn durch die Absenkung der Förderhürde beim besonderen Bahnkörper, Herr Dohnt sprach es an, können auch Maßnahmen in den Innenstädten finanziert werden, wo sich Straßenbahnen, Auto und Radfahrer eben die Straßen nun mal teilen müssen, weil es die Bebauung nicht anders zulässt. Und dadurch profitieren eben nicht nur Berlin, Hamburg und München, sondern eben auch Gera, Mainz, Krefeld, Essen, Leipzig und Chemnitz. Es geht eben nicht nur um die Großstädte. Wir senken auch den Grenzwert für die Förderfähigkeit der Maßnahmen auf 10 Millionen Euro pro Maßnahme ab und schaffen die Beschränkung auf Ballungsräume ab. Damit sind diese Förderungen erstmals auch flächendeckend in ganz Deutschland nutzbar. Durch die Gesetzesnovelle lassen sich zentrale Omnibusbahnhöfe, Seilbahnsysteme im ÖPNV, Park- und Reitparkplätze, Umsteigeknoten finanzieren, Strecken reaktivieren, Strecken elektrifizieren. Dass die AfD die Förderung von Straßen gegen die Förderung der Schiene ausspielen will, zeugt von ihrer Unkenntnis. Über dieses Gesetz, das GVG, lässt sich seit der Föderalismusreform 2007 keine kommunale Straßeninfrastruktur mehr fördern, da dies Aufgabe der Länder ist. Die Länder wollten das und die Länder machen das. Die Länder bekommen dafür seit 2007 pro Jahr über 1,3 Milliarden Euro Entflechtungsmittel vom Bund. Im Übrigen investiert der Bund pro Jahr knapp 8 Milliarden in die Fernstraßeninfrastruktur, auch weiter wachsend. Zum Schluss ein Dank für die gute Zusammenarbeit an alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition, besonders an meinen leider scheidenden Kollegen Martin Burkhardt,
aber auch für die kritischen und hilfreichen Hinweise aus den Reihen von FDP, Linken und Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben als Parlament aus einem Rohdiamanten, dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, einen schön geschliffenen Edelstein gemacht. Vielen Dank.